Das neue iPhone 15 wird mit USB-C kommen. Ja, Apple hat endlich auf seine User gehört. Während ich selbst zwar kein Apple-User bin, ist das aber etwas, das lang und hitzig debattiert wurde und wo ich auch ordentlich mit dabei war. Apple bezeichnete das als innovationsfeindlich, denn die EU zwingt Apple dazu, ihre neuen Geräte mit USB-C zu veröffentlichen. Der große Vorteil von USB-C: man kann es nicht mehr falsch rum einstecken. Aber ernsthaft, die Debatte war, wenn Apple nun einen neuen Anschluss veröffentlichen muss, heißt das ja auch, dass alle Apple-User neue Kabel kaufen müssen. Demgegenüber stand, dass viele Nutzer ja ohnehin schon USB-C zu Hause haben. Aber das ist halt leider nicht so einfach, wie ihr denkt. Denn USB-C ist absolut nicht gleich USB-C. Es gibt so viele verschiedene USB-C-Arten, dass ich jetzt ernsthaft mehrere Stunden im Standard verbracht habe und gelesen habe. Und ich dachte, das Video wird einfacher. Oh Mann. Ah, und übrigens, gegen Hacker habe ich auch ein paar Tricks dabei für euch. Ihr kennt mich. Also, lasst uns anfangen. Ah, und an der Stelle ganz kurze Eigenwerbung. Wenn ihr Informatik lernen wollt, schaut bei meiner Bootstrap Academy vorbei. Da sind alle meine Kurse, die es auf YouTube kostenlos gibt, genauso kostenlos vorhanden. Aber natürlich schön sortiert und ihr bekommt Levelfortschritte, die wir natürlich auch in einer Art Wissenslebenslauf für euch ausgeben wollen. Bis dahin, bis wir die Funktion haben, könnt ihr aber natürlich schon den Screenshot in einer Bewerbung anhängen und damit posen, dass ihr schon Level 42 in theoretischer Kryptographie habt. Und ja, das alles ist kostenlos. Dazu aber mehr in einem sehr baldigen Video. Okay, zunächst einmal, der reine USB-C-Standard definiert nur, wo das Kabel reinpasst. Mehr nicht. Vielleicht erinnert ihr euch noch an USB 3, USB 2 und das eine war häufig eher blau, das andere war schwarz. Beide gingen in denselben Anschluss, aber die Geschwindigkeit war ein massiver Unterschied. Das ist ähnlich bei USB-C, nur dass es noch viel, viel mehr Unterschiede gibt. Der große Unterschied zu seinem Vorgänger ist erstmal, dass es halt einfach mehr Pins gibt, wo man nun also auch mehr Möglichkeiten hat. Und naja, wo halt mehr Möglichkeiten sind, sind am Ende mehr Unterschiede. Die inneren Unterschiede sind aber ziemlich versteckt. Und das ist ein Grund, warum euch Hersteller immer sagen, dass ihr nur deren Kabel benutzen sollt. Wichtig sind, wie schon angedeutet, die Geschwindigkeit, wie viel Strom da durchkommt und welche Protokolle das Kabel eigentlich unterstützt und irgendwie auch die Länge. Und hier ist Apple ziemlich frei in der Wahl. Also nichts innovationsfeindlich. In der Basis haben wir bei jedem USB-C-Kabel immer erstmal 3 Ampere und 60 Watt. Was sogar übrigens für die meisten Smartphones ausreicht. Außerdem ist es nicht nur wurscht, wie rum man das Kabel in den Rechner steckt, sondern auch, welches Ende im Rechner und welches im Smartphone steckt. Dahinter steckt ein Feature namens Dual Roll. Jedes Kabelende kann alles sein. So, aber jetzt wird's lustig. USB-C bezeichnet also wirklich nur die Form des Steckers. Wie schnell übertragen wird, das wird definiert vom USB-Standard. Und das ist lustigerweise nicht USB-C. Es gab erstmal USB 2.0, das bis zu 480 Megabit pro Sekunde Übertragungsrate erlaubt. Das reicht für erotische Bildchen, aber bei Filmen wird es dann schon nervig. Das kann aber auch unter USB-C laufen. Und das ist dann genau das, was ihr bekommt, wenn ihr ein billiges USB-C-Kabel auf gewissen Seiten bestellt. 2008 wurde dann USB 3.0 eingeführt und 2013 kam USB 3.1 Gen 2. Ich weiß nicht, wer sich diesen Namen ausgedacht hat, aber damit man das von 2008 von dem neuen von 2013 auseinanderhalten kann, hat man es nicht USB 4 genannt, sondern völlig logisch das alte namens USB 3.0 umbenannt in USB 3.1 Gen 1 und den neuen Standard USB 3.1 Gen 2 getauft. Ich weiß nicht, da gäbe es so viele bessere Versionen. Wieso nicht einfach USB 3.x Gen X0x? Alternative für den Standard von 2013 ist jetzt wirklich ausdrücklich kein Scherz. Superspeed USB 10 Gigabit pro Sekunde. Ja, sehr einprägsam. Naja, auf jeden Fall nenne ich jetzt in Zukunft die Standards USB 2, 3.0 und 3.1. Nach USB 3.1 kam dann dankenswerterweise wirklich USB 3.2 in 3 Ausführungen namens USB 3.2 Gen 1 X1, Gen 2 X1 und Gen 2 X2. Ich kotz im Strahl.
Gen 1X1 ist eigentlich USB 3.1 Gen 1, was ja eigentlich USB 3.0 ist. Gen 2X1 ist eigentlich USB 3.1 Gen 2 und Gen 2X2 ist eigentlich USB 3.2, der wirklich neue Standard von 2017. Ernsthaft mal, wer sitzt in dieser Namensgebung? Ich werde jetzt vereinfachen für dieses Video bei USB 3.0, 3.1 und 3.2 bleiben. 3.2 verwendet nun zwei High-Speed-Datenkabel. Das ist alles. USB 2 erlaubt also 480 Mbit pro Sekunde. 3.0 erlaubt 5 Gigabit pro Sekunde und 3.1 erlaubt bis zu 10 Gigabit pro Sekunde. 3.2 hat das Doppelte, weil zwei Kabel, also 20 Gigabit pro Sekunde. Sie dürfen aber alle hinter USB-C-Kabeln vorkommen. 2019 kam dann USB 4 dazu. Hier basiert nun alles auf dem Thunderbolt 3 Protokoll. Seit Thunderbolt 3 wurde nämlich bei Apple auch dieselbe Steckerform wie bei USB-C benutzt. Und ja, der Standard wurde von Apple und Intel entwickelt. Die, die sich so extrem gegen USB-C gewehrt haben. Naja. Thunderbolt 3, genauso wie übrigens Thunderbolt 4, das 2020 rauskam, kann übrigens 40 Gigabit pro Sekunde übertragen und ist kompatibel mit USB-C, DisplayPort und früheren Thunderbolts. Das sind jetzt Protokolle, die laufen unten drunter. Die große Änderung bei Thunderbolt 4 übrigens war nicht die Geschwindigkeit, sondern sie haben höhere Anforderungen an die Security, an Strom und an Daisy Chain gestellt. Daisy Chain ist ein Protokoll, mit dem man mehrere Bildschirme hintereinander miteinander verbinden kann. Und ja, diese Woche hat Apple Thunderbolt 5 vorgestellt. 120 Gigabit pro Sekunde, also das Dreifache. 3 4K-Bildschirme bei 144 Hertz pro Bildschirm sollen angeschlossen werden können. Anstatt nur 2 60 Hertz 4K-Screens, wie das bei Thunderbolt 4 der Fall war. Bei einem einzigen Kabel. Und bei Thunderbolt 5 gehört das tatsächlich übrigens auch zur Datenrate dazu, denn Bildschirmdaten werden hier nun wie normale Daten behandelt. Das ist natürlich lächerlich viel, mehr als meine Festplatte an Daten überhaupt schreiben oder lesen kann. Aber man könnte beispielsweise jetzt wieder über externe Grafikkarten nachdenken, was ein extrem spannender Anwendungsfall wäre. Aber ich schweife ab. Fakt ist, Thunderbolt 4 und USB 4 Kabel kann man natürlich kaufen, die sind aber natürlich auch wesentlich teurer. Thunderbolt 5 wird nochmal sehr viel spannender. Also schon bei der Geschwindigkeit gibt es nicht einen Standard. Während ihr auch USB-C Kabel mit innen drin USB 2.0 kaufen könnt, die absolut echt sind, sind die halt um Faktor 240 langsamer als der kommende Thunderbolt 5 Standard. Beides ist USB-C, ein Standard, der eben sehr viele Substandards unterstützt. Fast so, als würde ich jetzt gerade noch mein MySpace-Konto pflegen, während alle bei TikTok sind. Und wer nicht aufpasst, was er kauft, der hat dann am Ende eben USB 2.0 mit USB-C-Anschluss. Beim Strom wird's nicht besser. USB-C hat mindestens, das ist Voraussetzung, 3 Ampere bei 60 Watt. Theoretisch ist das aber schon mehr als USB 2.0 hatte. USB 2.0 hatte, Fun Fact, 7,5 Watt. Das hat gereicht, um kleine Festplatten mit Strom zu versorgen, aber alles andere hatte eben einen eigenen Anschluss. USB-C hingegen fordert mindestens diese 60 Watt. Aber auch hier gibt's ein paar Varianten. Eigentlich kann nämlich der USB-C-Anschluss auch problemlos 5 Ampere übertragen, was bei 20 Volt, wenn ihr rechnen könnt, 100 Watt sind. Aber wie gesagt, wenn ihr ein USB-C-Kabel habt, das das nicht kann, kann euer Netzteil noch so viel Strom liefern, ihr werdet nicht mehr bekommen, weil euer Kabel zu schwach ist. 100 Watt ist übrigens sogar genug für die allermeisten Bildschirme. Schließt man die also mit dem richtigen Kabel an, braucht man kein Stromkabel und hat 4K 60 Hertz Bildübertragung. Hier stellt sich natürlich die Frage, woher weiß eigentlich das Gerät, wie viel Strom es überhaupt bekommen darf? Manche Geräte könnten ja kaputt gehen, wenn man sie mit 100 Watt anschließt und sie eigentlich nur 60 Watt vertragen, richtig? Dazu gibt es USB-PD. PD steht für Power Delivery und ist, kein Witz an der Stelle, ein Protokoll, das auf USB basiert. PD erlaubt den Geräten zu verhandeln, welche Leistung sie können und welches der beiden Geräte überhaupt gerade geladen werden soll. Hier ein Beispiel.
Ihr habt ein Smartphone, nehme ich jetzt mal an. Schließt ihr einen Bildschirm über USB-C an, welches Gerät sollte dann Strom bekommen? Der Bildschirm hängt ja eventuell nur an eurem Smartphone und gar nicht mehr am Strom. Andersherum, wenn der Bildschirm aber am Strom hängt, könnte der ja eigentlich euer Smartphone laden. Dazu verhandeln die beiden Geräte, welches eigentlich gerade Strom zieht und welches den Strom liefert. Ist natürlich optional, ihr könnt auch einfach nur die Daten übertragen, aber das Protokoll ist sehr, sehr spannend und faszinierend. Da sind auch übrigens einige Sicherheitsmechanismen drin, dass, wenn zum Beispiel ein Fehler auftritt, lieber die Stromversorgung deaktiviert wird, um keinen Schaden zu verursachen. Beispielsweise, wenn euer Smartphone mal nass geworden ist, der Anschluss unten, das kennt ihr vielleicht. Aber dieses Feature, Power Delivery, funktioniert auch nur, wenn das im Kabel drin ist. Power Delivery kann theoretisch auch nicht vom Kabel unterstützt werden, auch wenn es ein USB-C-Kabel ist. Und das führt dazu, dass diese genannten Sicherheitsfeatures, das Verhandeln der Stromstärke und auch die Richtungsfunktion gar nicht unterstützt werden. Also auch hier gilt, USB-C ist nicht gleich USB-C und ein Wasserschaden kann dann ziemlich gefährlich werden. Power Delivery wird auch schon von USB 3.2 unterstützt, aber nun kommt eben auch Thunderbolt 5 und das soll 240 Watt bringen mit demselben Anschluss. Hier macht es also wahnsinnig viel Sinn zu schauen erstmal, was ihr braucht und was ihr natürlich liefern könnt. 240 Watt ist locker genug, um drei richtig ineffiziente Bildschirme mit Strom zu versorgen. Aber wenn ihr das über den Rechner macht, braucht der natürlich auch seine eigene richtig starke Stromzufuhr. Und all das hat natürlich auch seinen Preis. Je mehr Daten durch ein Kabel getragen werden müssen, desto kürzer darf so ein Kabel sein. Das liegt daran, dass das Signal schwächer wird oder es eben Interferenzen gibt. Sprich, ist euer Kabel zu lang, kann es einfach sein, dass ihr gar kein Bild mehr habt oder die Daten nicht mal mehr ankommen. Ich habe da drüben noch ein 20 Meter HDMI-Kabel rumliegen. Da kriege ich aber kein 4K mit übertragen. Das Teuflische an der Stelle ist, dass die Organisation, die für die griffigsten Namen aller Zeiten zuständig ist, seit USB 3 keine Längenvorgaben mehr macht, zumindest keine offiziellen. USB 2.0 hatte noch eine empfohlene maximale Länge von 5 Metern, damit alles problemlos funktioniert. Alles, was länger ist, läuft dann Gefahr, dass es Informationen verliert, sprich die Daten nicht mehr ankommen. Na, wer von euch hat ein 10 Meter USB-Kabel irgendwo rumliegen und fühlt sich gerade verarscht? Ich habe da drüben eins. Naja, USB 3.0 und 3.1 haben sogar eine maximale Länge von eigentlich 2 bis 3 Metern und für USB 3.2 ist die maximale Länge sogar eigentlich nur 1 Meter. Und ja, USB 4, haltet euch fest, maximal 0,8 Meter Kabellänge. Das ist wahnsinnig kurz. Und selbst dieses hübsche Kabel hier ist mit 1 Meter Länge eigentlich damit schon zu lang. Sprich, es kann sein, dass ihr dieses Ding bei Amazon kauft und dass ihr die Geschwindigkeiten, die USB 4 eigentlich verspricht, mit dem Kabel niemals erreichen werdet. Aber diese Kabellängen gelten nur, wenn es sich um passive Kupferkabel handelt. Das sind zwar noch immer die meisten Kabel, aber allmählich müssen wir uns um Alternativen bemühen. Vor allem, wenn ich mir überlege, dass Thunderbolt 5 nochmal deutlich mehr Daten übertragen kann. Denn meine Bildschirme hätte ich ganz gerne weiter weg als nur 0,3 Meter von meinem Smartphone. Andere Kabeltypen, die nun also immer relevanter werden, sind aktive Kabel. Die haben innen drin elektronische Teilchen, um das Signal zu verstärken. Dadurch können Dämpfungen ausgeglichen werden. Aber das bedeutet leider auch, dass die Latenz steigt. Und Bildschirme können problematisch werden, weil ihr eine Verzögerung beim Bild bekommt im Vergleich zu dem, was ihr als Eingabe liefert. Sprich, ihr habt einen Lag. Für die Bildschirme eignen sich dann optische Kabel, also sowas ähnliches wie Glasfaser wiederum mehr, weil Licht schneller ist und vor allem weniger anfällig für Dämpfungen des Signals. Und all das ist Teil von einem einzigen Standard, den jeder nur als USB-C kennt. Dazu kommt übrigens noch Signalmodulation und irgendwelche Standards im Hintergrund, aber das geht hier zu weit. Wichtig ist für euch, dass ihr euch keinen Bären aufbinden lasst und bei den ganzen 5 Meter Kabeln wisst, welche Nachteile sie eben auch bringen. So, und um die ganze Sache noch ein kleines bisschen mehr verwirrend zu machen, lasst uns noch ganz kurz über die Protokolle reden.
Wenn ihr einen Bildschirm verbinden wollt, braucht ihr HDMI oder DisplayPort, normalerweise. Wenn ihr euer Smartphone mit dem Fernseher verbinden wollt, dann wird normalerweise MHL genutzt. Und auch Thunderbolt ist technisch gesehen sein eigener Standard, der anders ist als USB. Das sind also verschiedene Modi, in denen euer Kabel operieren kann. Und nein, es ist nicht verpflichtend, dass euer Kabel auch nur einen einzigen davon unterstützt. Ein Thunderbolt 3 Kabel kann beispielsweise zumindest meistens USB 3.1, Thunderbolt und DisplayPort. Das sind verschiedene Modi und das Kabel entscheidet sich je nachdem, was ihr tun wollt, was es dann am Ende auch tut. Aber wenn dieses Kabel ein aktives Kabel ist, muss euer Gerät DisplayPort über Thunderbolt sprechen, damit auch DisplayPort überhaupt funktioniert. Der reine DisplayPort funktioniert nämlich nur bei passiven Kabeln. Es gibt da eine wunderschön einfache Tabelle auf Wikipedia, diese hier, die zeigt euch natürlich, was ihr beachten müsst und welches Kabel für welchen Anwendungszweck perfekt ist. Also sagen wir einfach, einen Bildschirm zu verbinden, ist für viele eigentlich mehr Glück als irgendwas anderes, ob das Kabel das kann. Denn wenn man das kauft, steht das eigentlich sehr selten nur auf der Packung. Also, was bedeutet das alles? Beim Kauf von USB-C-Kabeln sollte man sein Brain einschalten. Nicht alles, was nach USB-C aussieht, ist am Ende auch das USB-C, was ihr euch wünscht. Es gibt Unterschiede bei Datenraten, Stromzufuhr und sogar Kabellänge und Protokolle sind alles andere als einheitlich. Für die meisten Anwendungen wird das wahrscheinlich kein Problem sein. Aber es wird Situationen geben, wo euer Smartphone nicht schnell geladen werden kann, weil PD nicht vom Kabel unterstützt wird und was am Ende dann auch eventuell ein Wasserschaden werden kann. Es wird Momente geben, wo ihr euer Smartphone nicht verbinden könnt oder die Datenrate einfach lächerlich klein ist. Ist das Kabel vielleicht doch zu lang, auch wenn der Standard stimmt? Dann hat man euch eventuell gescammt. USB-C ist nicht gleich USB-C, aber wenn es euch nur ums Laden geht, dann empfehle ich euch noch eine Kleinigkeit am Ende dieses Videos. Kein Sponsoring an der Stelle. Es gibt auch ein USB-C-Kabel, das als Hacking-Gerät verwendet werden kann. Das OMG-Kabel. Ich habe da hinten übrigens noch eins davon rumliegen. Wenn ich euch das unterjuble und ihr damit euer Smartphone einfach nur laden wollt, dann kann ich mitlesen, was ihr tippt oder sogar Code bei euch auf eurem Smartphone ausführen. Und ja, das ist nicht mehr als ein normales Kabel. Das kann man auch nicht unterscheiden, denn so mächtig sind USB-Kabel mittlerweile. Falls ihr also jemals unterwegs seid und ein fremdes Kabel zum Laden nutzen müsst, dann habt das hier dabei. Das kappt die Datenverbindung eures USB-Anschlusses. Strom kann weiterfließen, sprich ihr könnt euer Smartphone laden, aber keine Daten und damit funktioniert dann auch das OMG-Kabel nicht mehr. Das ist keine bestimmte Marke, schaut einfach nach USB-C-Data-Blockern. Keine Werbung, daher auch kein Link von mir. Wenn ihr mehr wissen wollt oder lernen wollt, schaut definitiv auf meinen anderen Kanälen und vor allem auf meiner Bootstrap Academy vorbei. In dem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.